Weil die sterben schneller, als ich sie dazu packen kann. Eben. Zumal das ja schon als Küken gestorben ist. Ja, das eine ist halt schon als Küken gestorben. Das. Jetzt nicht unbedingt ein schwerer Job, auf Hühner und Gänse aufzupassen. Also, ich habe keine Ahnung, warum. So. Weil unser Tierzüchter ist auch gar nicht, also er ist halt auf 3. Was ja. Ja nun eigentlich nicht schlecht sein sollte. Eigentlich nicht. Also er ist zumindest nicht ganz unfähig. Weil bis zu dem Küken hätte ich jetzt noch gesagt, okay, es hat irgendwie wirklich was mit dem Alter zu tun. Aber das ist seit dem Küken glaube ich irgendwie nicht mehr so daran. Irgendwie nicht. Lass noch einmal die Dingsrunde machen. Die Ansprechrunde? Denk dran, nur noch die Männchen ansprechen, du hast kein Frauenhaus mehr. Woran kann das liegen, dass uns. Weil die haben beide Futter da. Sonst hätten sie ja das Futter verbraucht, wenn sie sozusagen tatsächlich einfach nur verhungern würden. Aber auch das ist irgendwie komisch. Ich würde sonst mal das nächste Update abwarten. Vielleicht wird da irgendwas gefixt und dann steht da drin, dass das tatsächlich ein Bug war oder so. So, Godfrey. Klatsch und Ratsch oder Feldarbeit, harter Job? Gottfried, Adlige findet er scheiße, Jagd findet er gut. Feldarbeit. Arbeit findet er doof. Dann Klatsch und Ratsch. Boah, versuch's mal. Klatsch und Ratsch mag er. Adlige findet er doof, dann hätte ich jetzt nur was für einen Tag, ich habe fast ununterbrochen gearbeitet. Wir versuch's, kann sein, aber ansonsten kann es halt auch sein, dass das. Nein. Ja. Du hast noch Isbor dort sitzen. Nein, ich habe nur noch den einen da sitzen. Wie, der ist gegangen? Der andere ist gegangen, scheinbar. Das ist ja gemein. Das heißt, wir gehen jetzt noch rüber in das andere. Hoffen da auf Namir. Oder es liegt doch an der Nahrung. Wieso? Wo muss die Nahrung gelagert werden? In dem Beutel. Steht da, gut.
Das war zumindest die Info, die ich gekriegt habe. Ansonsten wüsste ich nicht, wo die Tiernahrung hin muss. Und ansonsten würde ich sagen, lass deine Leute mal Tiernahrung herstellen, dann siehst du ja, wo die das hinpacken. Ja, die packen es halt nicht in die Beutel. Genau, deshalb, dass eventuell vielleicht es wirklich daran liegt, aber... Also bisher habe ich immer gelesen, dass das Futter im Beutel sein muss, weil dann nehmen die Tiere sich das selber da raus. Haustiere, Verwaltung der Tiere. Verwaltung der Tiere ist... Genau so aussagekräftig sind auch Texte, die man dazu sucht. Tierhaltung. Aus den Säcken in die Tröge füllst, okay. Aber den Trog kannst du nicht befüllen, deshalb musst du das... kannst nur den Sack Kann befüllen. Kann ich nicht. Ich habe eine Befürchtung und Idee. Ich habe noch nie versucht, das Tierfutter in die Hand zu nehmen. Das stimmt, das wäre eine Idee. Ansgar ist neu. Ansgar können wir nicht nehmen. Ach ja. Wir können hier nur Kanuta, also Hanuta nehmen. Ja, das bringt uns auch nicht weiter. Derzeit gibt es keine Männchen. Das würde nämlich dann auch also dafür sorgen, dass das Tierfutter herzustellen gar nicht so heftig ist, wenn du es in die Hand nimmst und jeden Trog nur einmal am Tag damit befüllen musst. Das wäre eine Überlegung. Müssten wir mal ausprobieren. Aber dann ist das auch neu, weil vorher hieß es in den Texten, die ich gelesen habe, du musst das Futter nur in den Beutel reinpacken. Weil wenn ja, dann würde das auch dafür sorgen, dass es gar nicht so schwer ist, auf Tiere aufzupassen. Also für uns. Hm. Tierfutter in die Hand? Kann ich nicht. Okay. Weil da passiert nichts. Du kannst den Trog nicht auswählen. Auch wenn du sozusagen mit dieser Sondersicht da hinguckst. Den Sack siehst du, das Tierfutter nicht. Doch, den Trog siehst du. Deswegen bin ich ja so verwirrt. Aber eigentlich ist das etwas, was der Arbeiter übernehmen sollte. Und zwar dringend, weil das ist ja eigentlich das, wofür du sie einstellst. Ja, aber kannst du nicht einmal nach Tiere füttern gucken? Ich kann es versuchen. Ich glaube es halt irgendwie auch nicht, aber... Um die Hühner zu füttern, muss man einfach ausreichend Tierfutter in den Beutel legen. Gut. Der Text ist aus dem September. Auch bei Schweinen steht drinne, also ist auch sozusagen aus dem September, dass das einfach nur in den Beutel gelegt werden muss. Hm.
Der Hinweis aus dem September ist, dass du halt die Arbeiter brauchst, damit die Tiere produzieren. Und dass die Tiere dann auch kein Futter brauchen, wenn du einen Arbeiter da hast. Also entweder gab es irgendein Update, was noch keiner mitgekriegt hat und weshalb es noch keine Forumsbeiträge dazu gibt, oder irgendwas ist buggy. So schön, dass du jetzt hier überall schon scheiße ausgesät hast, aber du musst sie auch noch unter die Erde bringen. Willst du ihm helfen und hinterhergehen? Das darf ich ja nicht, weil dann nimmt das ja Ach wieder ja. nicht mehr an. Er wartet tatsächlich darauf, dass er dunkel kriegt. Immer wenn er sozusagen oben war und das gemacht hat, stellt er wahrscheinlich fest, von wegen, oh, da ist wieder dunkel, ich kann so einen neuen Dung holen gehen. Oder er hat in dem Moment keinen, geht also in die Wartestellung zurück und hat dann wieder welchen. Oder so, kommt ja Aber aufs Gleiche hinaus. Dung ist, glaube ich, gerade so an sich das Problem, weil wir haben kein... Eine Scheiße. Yep. Dung und Dünger. Du verhungerst übrigens. Auf der Rücktour gehe ich einmal dran vorbei. Gut. Ich fiel mir nur gerade auf. Das mit dem Dung ist nämlich echt fies. Der war weiter oben. Aber da ist welcher. Warum stellen die nicht her? Tun sie, aber nicht sehr Nein, schnell. tun sie gerade nicht. Sie stehen alle da nur rum. Sie Keine stellen Ahnung. gerade nicht her. Sie stehen einfach halt da. Dass in der Scheune keine Animation stattfindet, das ist ja ein bekannter Fehler. Aber dass sie trotzdem was tun, das ist ja. Also außer sie machen Feldarbeit. Yay, wir verhungern nicht mehr. Ich dachte, ich lege ihm hier schnell mal den Dünger rein, den er braucht für das Feld da oben noch. Dünger am dümmsten? Und da kommt er wieder zurück. Ja. Ich glaube, die eine Er benötigt Frau. Dünger. Ja, ich glaube, die eine war tatsächlich in der Scheune angestellt. Dann lass sie damit helfen in der Scheune. Wir hatten tatsächlich vorher nur 8 Kinder und haben dann. Ich glaube jetzt schon nicht mal mehr dran, dass er vor seinem Feierabend das noch fertig macht. Fürchte ich auch, aber im Zweifelsfall kannst du es dann ja fertig machen, musst nur daran denken, dass du es ernten musst im Frühjahr. Naja, wenn ich es wieder neu lade, ich glaube, dann kriege ich das hin. Das kann sein, da wir sowieso nicht ewig Zeit heute haben. Es ist genug Dünger. Dann beobachte, ob er sozusagen jetzt sozusagen gleich das nächste Mal wieder komplett losgeht. Er muss hingehen und sich das holen, wenn ich das richtig raten müsste. Und sie geht jetzt auch los. Das heißt, sie müssen sozusagen immer dahin als Ausgangsposition und von da aus entscheiden sie, was sie machen. Weil also Dünger ausbringen, das sollte hoffentlich reichen, was da jetzt war. Einer muss es noch unter die Erde bringen, es muss noch gesät werden, das Stückchen. Und Ja. das gleiche theoretisch auch nochmal hier. Ja. Müssen es halt nur machen. Hoffen, dass sie jetzt nicht auch noch düngt. Sie düngt auch. Nee. Doch. Doch. Die düngen die gleichen Stellen.
Ja. Clever. Solange sie nicht so doppelt Dünger verbrauchen. Keine Ahnung, aber ich glaube, die sind schneller im Düngen, wenn sie es zu zweit machen. Nein. Jetzt ist Dünger alle. Und sie wollen unbedingt das Feld zuerst fertig düngen. Die sind heute echt gut drauf. Die haben irgendeinen bestimmten Ablauf, den sie, was auch immer, einhalten wollen müssen. Was war da oben? Roggen, glaube ich. Jupp. Hast du jetzt selber mitgenommen? Ja. Können die versuchen, den Dünger da wenigstens noch auszubringen? Du gräbst schon mal um. Vielleicht triggert umgegrabene Erde sie ja auch, dass sie da auf jeden Fall aussehen müssen, bevor sie düngen. Hatten sie ja vorher anscheinend ja auch gemacht, wenn sie keinen Dünger mehr hatten, dass sie dann ausgesät haben. Zumindest eine Idee. Oder sie erkennen das nicht mehr als ihr Feld an, weil du da jetzt drin rumgefuscht hast und die dafür keine Verantwortung übernehmen. So wie jede gute Firma. So, jetzt kommen die beiden hier noch. Ja, dann werden wir mal sehen, ob sie Dünger machen oder irgendwer auch auf die Idee kommt auszusehen. Es wird ein spannender Wettlauf. Ne, die wollen beide düngen, sage ich. Und die wollen auch beide das gleiche Feld düngen. Yep. Okay. Yep. Die haben vorher tatsächlich beide Dings verbraucht. Aber Roggenkorn haben sie. Ja, haben sie. Ich habe nicht alles rausgenommen. Also, dass sie jetzt plötzlich Dünger brauchen und Samen und so, das war ein bisschen überraschend. Das hätte ruhig offensichtlicher im Update stehen dürfen. Ich hätte sein Update vorher angekündigt. Ja, das wäre vielleicht auch nett gewesen, dass man sich emotional darauf vorbereiten kann und nicht vorher irgendwie riesengroße Felder anlegt, direkt vorm Update. Ja, und im Zweifelsfall die Schweine knüppelt. Sagt von wegen, ey, ich brauche ja erstmal, also es bringt mir halt die Schweineproduktion nichts, also mache ich die mal weg. Ja, das war etwas ungünstig. Ich glaube, jetzt machen die auch gleich Feierabend. Die haben schon Feierabend gemacht. Achso, das kann sein. Da habe ich nicht hingeguckt, wenn sie da schon weggegangen sind. Boah ja, Fackeln sind an, sie haben Feierabend. Dann gucke ich, wie viel ich davon noch aussehen kann. Ansonsten Dung und Dünger herstellen? Nee, für die zwei Felder mache ich das jetzt nicht noch extra da. Okay. Ging um das andere Feld davor, weil da ja noch ein zweites Feld ist. Was nicht ganz fertig gesät ist, das war meine Frage. Ich habe eine neue Fähigkeit. Yay! Das brauchen wir eher weniger. Oh.
Damit du, wenn du schon hilfst, das auch wenigstens mit ein bisschen mehr Ausdauer machen kannst. Aber das Feld hier fehlen ja auch 3 Reihen. Deshalb hatte ich wegen Dünger gefragt, aber dann lassen wir das. Die sollen lieber jetzt die Schweine erstmal so noch den Winter hochziehen. Ja, Dung produzieren, so gut sie können. In der Hoffnung, dass sie irgendwann ausgewachsen sind. Ja. Mit dem, dass die nicht reingehen können, zu tun. Keine Ahnung. Lebt nur noch eine Gans. Okay. Das heißt, heute sind 2 Gänse gestorben. Da liegt sie. Da lebt die andere. Ja, aber das Männchen ist tot. Ja. Keine Ahnung. Erstmal keine neuen Tiere kaufen und warten, bis wir da irgendwie eine Antwortreaktion kriegen. Aber die will da jetzt auf einmal auch rein. Das keine Ahnung. Das ist nicht... Kommen die durcheinander, weil die irgendwie... Zu dicht beieinander wohnen? Nee, jetzt geht die ja darüber. Und das eine Küken ist auch noch da. Ja. Ja, ich hatte ja 2 gekauft. Ja, aber da hast du gerade. Na, das männliche Küken. Kann das auch sein, dass sie nicht so viele Männchen wollen? Dass die sich sozusagen tot hacken? Sozusagen symbolisch? Was sind ja hauptsächlich die Männchen, die sterben? Keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich auch nicht. Das war jetzt nur eine Überlegung. Aber ich bringe jetzt noch die Sachen kurz weg. Lebensmittel und... Lebensmittel sind schon eingelagert. Genau. Jetzt kommt der Kappes. Du hattest noch beim Jäger gucken wollen, ob der Fleisch sozusagen bei sich gelagert hatte, während das Lagerhaus voll war. Deswegen meinte ich gerade wegen Lebensmittel, weil mir das noch einfiel. Kann sein, dass das der Fall ist, aber dann erklärt es immer noch nicht die anderen toten Tiere. Naja, das eine, was da oben auf dem Zaun saß, könnte man noch mit argumentieren, von wegen es war, hing da oben eventuell fest und ist deshalb verhungert. Dann haben wir noch 2 weibliche Tiere, die gestorben sind. Keine Ahnung. Und 2 männliche Küken. Wo läufst du mit dem Fleisch hin? Keine Ahnung. Sterbi. Sterbi. Aber wir gehen jetzt hier ins Bett. So. Gute Nacht. Oh. Ein fahrender Händler. Hm. 500 Fertigkeitspunkte in Diplomatie. Gerne, oder? Ja, mach doch. Wenn du das Geld dafür hast, mach. Wie man sich in die Gnade anderer hineinreden kann. Wir haben uns in Diplomatie verbessert. Was? Herausforderungen, die sind besondere Aufgaben, die der König selbst in Auftrag gegeben hat. Diese Quests können vom Herold vergeben werden, der in oder in der Nähe von Tavernen in Gostovia oder Hornica zu finden ist. Ein spezielles Kompass-Symbol zeigt seine genaue Position. Die Erfüllung der Wünsche des Königs führt zu einer Steigerung der Dynastie-Reputation und verbessert auch deinen Ruf beim König. Je nachdem du die Herausforderung
angenommen hast, ist ein Jahr Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Wenn du zusagst, es aber dann nicht vollendest, wird der König unzufrieden sein. Dadurch wird die Dynastiereputation und der Ruf beim König sinken. Darüber hinaus erhöht das Scheitern oder gar die Nichtaufnahme der Herausforderung in verschiedenen Situationen die Wahrscheinlichkeit des Todes des Königs. Und was interessiert mich der König? Keine Ahnung. Das war ja beim letzten Update, dass da plötzlich, Zählt das auch für Tiere? 10% niedrigere Einkaufspreise? Keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Höhere Verkaufspreise fände ich jetzt nicht ganz so unsinnig. Das nächste Mal. Du solltest dir was anziehen. Ich sollte nicht immer nackt rausgehen. Ja. Wollen wir sonst jetzt den Produktionsteil machen? Ja, hätte ich jetzt gemacht. Aber vorher wollte ich mich eigentlich noch einmal kurz verabschieden. Gleichzeitig werde ich die Mainzelmännchen einmal auf die Suche schicken. Vielleicht finden die etwas raus über das Tiersterben bei uns. Ich sage aber schon mal auf Wiedersehen, bis bald, au revoir. Ciao, ciao. Ciao.